Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Oh mein Gott, das letzte Mal. Oh Gott, was war das denn? Das letzte Mal haben wir... Was haben wir gemacht? Wir haben durch Zufall einen Schlüssel gefunden. Richtig cool. Und das war wirklich... Also ich hatte das auch nicht mehr in Erinnerung. Ich habe mich auch nicht informiert. Also ich habe mich bereits ein wenig informiert, wo Schlüssel sind. Den da links noch nicht. Den habe ich voll durch Zufall gefunden. Richtig Glück. Ja. Aber gut, und in diesem Part wollen wir uns die beiden Schlüssel der geheiligten Festung holen. Ich habe mich schon informiert, es sind zwei Stück, die es hier gibt. Und ich weiß auch, wo die sind. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, da jetzt stundenlang rumzusuchen. Weil, naja, damals habe ich das auch nicht gewusst. Mittlerweile habe ich ja schon die These aufgestellt, dass wahrscheinlich diese Typen da Hinweise geben sollen, wo die sind. Und das gibt auch Sinn, weil ich bei dem Let's Play, was ich gesehen habe, war wohl auch in der Nähe der beiden Schlüssel jeweils so ein Typ. Und einen davon habe ich noch gar nicht gescannt, glaube ich. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hin muss. Das wollen wir mal uns anschauen. Oder so ähnlich. Hä? Achso, das ist der Eingang. So, jetzt muss ich gerade mal kurz nachdenken. Also einer war am Eingang der Festung, glaube ich. Also hier. Nur in einer dunklen Version. Muss ich gerade überlegen. Ne, von da muss man dann also hin. Dein Portal. Ich weiß es gar nicht. Also ein Schlüssel weiß ich noch ganz genau. Aber hier bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich hier war, der Schlüssel. In der dunklen Version oder irgendwo anders. Na, selbst wenn, da waren wir jedenfalls noch nicht. Das wollen wir mal als erstes erforschen. Bin richtig gegangen. Ich bin erstaunt. Einfach so. Durch Zufall. Dinge geschehen, ne, das ist echt nicht zu glauben. Gut. Geh weg, wie ich auch genau in ihre Projektile reinfliege. Bringen. Ist nicht wahr. Ich war da zwar schon, aber... Ist auch egal. Ja, da war ich schon. Und da habe ich auch schon sämtliche Sachen gescannt. Und der bricht nicht aus, ich bin erstaunt. Ich muss sie endlich mal platt machen, ey. Hey. Steuerung, please. Schnell in die dunkle Welt. So, das kann ich da also nicht überspringen, ist ja geil. Was habe ich auch bei dem Video gesehen, also beim Let's Play, dass er sie übersprungen hat und da war ich voll verwirrt. Aber das hier kann man trotzdem nicht überspringen. Hm. Naja. Jetzt sind wir eh schon bald mit dem Spiel durch und jetzt dürfen uns das auch nicht mehr schockieren. So, jetzt muss ich einfach nur da lang gehen. Weißt du, für so kleine Wege brauche ich schon wieder Hilfe. Hilfe. Nein. Wieder eine schöne Abkürzung nehmen und... Wow! Was war das denn gerade? Ich bin ganz gut hochgeflogen, weggefetzt und gestorben. Aber gut. So, und hier können wir jetzt mittels der Screw Attack rüber. Wunderbar. Tür, please open. Danke. Ja, hier... Hoho. Hier sind sogar mehrere Türen, Mensch. Also da bei der gelben Tür geht es ja zum Eingang, ne? Gut, dann gehe ich mal. Also ich tippe jetzt mal diese rote Missile-Container-Tür wird wahrscheinlich eine Speicherstation sein. Ist richtig. Oh, egal. Da wird wahrscheinlich eine Speicherstation sein. Gehe ich mal von aus. Ja, okay. Sonst noch irgendwas hier vielleicht? So ein fies versteckte Wand? Ich weiß gar nicht, ob wir davon schon alle haben. Da müsste man sich, glaube ich, mal informieren. Oder ich könnte da mal nachgucken, ob wir, wie viel wir von den Wänden schon haben. Alter. Wow. Erstmal in die andere Seite. Hier war ja dieses Licht, dieser Strahl. Da können wir wahrscheinlich nicht reingehen. Ach, eine Munitionsstation. Ja toll, ich bin sowieso fast voll. Dumm. Egal. Mann, es wäre schön, wenn ein Missile-Container oder so gewesen wäre. Da sind schon drei Türen offen, ne? Oder drei Türen gibt es in diesem Raum und dann ist eben nichts irgendwas Wichtiges, Tolles drin. Da bringt wahrscheinlich nichts. Nein, das macht sogar noch mächtig viel Schaden. Ich scheiße auf den Pointer. Der wird überbewertet. Alter. Ganz ruhig. So, jetzt müssen wir eh wieder eine Powerbombe legen. Uns fehlen noch zwei Container, da bin ich froh. Drum. Dass es nur so wenig sind. Ach ja.
Hier war ja wieder so ein Sturm, ne? Ne, nach Barb. Okay. Ach, Moment, ist das einfach nur da... Tatsächlich. Cool. Ich wollte nämlich gerade sagen, das sieht aus wie einfach so ein Leuchtfeuer, da was, genau, schwarz gemacht wurde. Was, ja, wie heißt es? Entladen ist. Ne? So sah das aus. So, mal gucken. Ich weiß es gar nicht, wie der Eingang hier aussah. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber, wow. Wahrscheinlich nicht so wie in der anderen Welt. So, was ist das hier überhaupt? Nein, das ist nur Energie. Aha. Kann ich kaputt machen oder so? Da gucken wir mich Viecher an. Oh, sogar neue. Inglarvenschwarm. Großes Rudel jagender Jungtiere. Ergibt Sinn, der Satz. Schwarm ist weitgehend harmlos. Meidet nach Möglichkeit helles Licht. Das sehe ich. Voll scheiße. Meidet Licht und fahren genau rein und sterben einfach nur. So ein Idioten. Naja. Sogar noch einen neuen Scanner halten. Ist doch schön. Wie viel Prozent haben wir eigentlich von den Scans? Ups. Haben wir eigentlich schon 90? Boah, 94 schon. Alter, 94? Und ich glaube, die letzten 3% oder so dürfte es wirklich erst beim Endgegner geben. Ist ja geil. Dann haben wir bald alle. Ein Piraten. Ne, den Piratenscan haben wir ja schon gefunden, ne? Diesen einen da, glaub, oder? Ne, hatte ich nicht. Oder, genau, ein Piratenscan fehlt uns ja. Den habe ich noch gefunden. Ne, den habe ich nicht gefunden. Aber den Dings hatte ich gefunden. Den... Den Scan der Typ ist da. Och Mann! Der KFS-Soldaten, so. Und uns mal den, der ist wenigstens zielverfolgend. Einmal ein bisschen wild reinschießen. Ey, so geil, dass es zielverfolgend ist. Und da sind auch schon alle tot. Powerbombe, komm mal her, die brauche ich. Mist. Ich will die haben. Powerbomben sind heilig. Komm her. Ja. Okay, das ist tatsächlich noch so eine Lichtstelle, die kann ich aber nicht scannen, ne? Nee. Da müssen wir uns gleich mal ganz genau informieren, oder ich mich, welche Scans wir denn noch, ja, alle brauchen. Sind wir ja fast komplett, das ist ja unglaublich. Ich hätte gedacht, dass da noch einiges auf mich zukommt, sozusagen. Und was ist das hier jetzt? Achso. Ah, Fail. Voll wieder reingelaufen. Kann ich das nicht auch überspringen? Nee, das wieder nicht. Mann! Alle Knöpfe auf einmal hämmern. Mit Z? Mit Z überspringe ich? Was war das denn? Und Grabber, could you please? Einkrieg you. So, danke. 2, 3, 4, 5. Und hier lag ja auch mal so ein Typ hier rum, ne? So, und hier müsste jetzt eigentlich der... Genau. Der. Weiß ich nicht, was sein. Das ist irgendein Behältnis. Bumm. Mit Schlüssel. Oh yeah! Schlüssel mit Sample erhalten. Dies ist einer von 9 Schlüsseln, die du brauchst, um cool zu sein. Jetzt bin ich fast wieder runtergefallen. Und jetzt kann ich auch einfach hier auch... Yay, Abkürzung. Gut, hätten wir das auch... Hier ist ja jetzt gar nichts, gar nicht mal mehr was tun. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, wo der... Genau, der zweite Tempel ist... Ich sollte erstmal Sätze beenden. Ich fange immer 1 Million Sätze an und bringe keinen zu Ende. Der zweite Tempelschlüssel befindet sich nämlich dort, wo wir schon mal waren und wo ich mich gewundert habe, weil hier kein Raum ist. Nämlich hier. Erinnert euch, war ja ein Portal und dann war hier ja eben so ein komplett sinnloser Raum. Der hier. Wo irgendwie nichts war. Und da ist der jetzt. Hätte man sich auch eigentlich denken können. So, dafür muss ich jetzt wieder runter. Ach, ich bin hier unten. Also ich muss wieder rein.
Jetzt muss ich wieder rein und Portal benutzen, ne? Das ist schon mal klar. Wow. Da unten ist Todesabgrund. Scheinbar. Ja, Moment. Gut. Jetzt kommt erstmal wieder dieser Dicke hier an, glaube ich. Genau, der da. Der will jetzt wieder kämpfen, aber ich sag, nö, ich hab da keinen Bock drauf. Oh. Was ist denn das noch? Aha. Das ist mir jetzt interessant. Hallo. Dich habe ich ja schon mal gescannt. Es wäre ja grandios genial, wenn wir wirklich 100% der Scans kriegen. Wäre so ein bisschen anders, wenn ich das nie geplant hätte. Ich habe es ja schon geplant. Aber irgendwann dachte ich auch so, bestimmt vergesse ich irgendwo meinen Scan, aber bisher habe ich, glaube ich, wirklich keinen vergessen. Ich weiß keinen von denen, den man nicht mehr holen kann. So muss ich den hin in die Tür natürlich. Ich, Idiot. Ich Affe. So, irgendwas Cooles hier drin. Nö. Uns geht's einfach zu gut. Deswegen brauchen wir gar nichts. Wenn ich da so an die Zeiten zurückdenke, in denen wir da bei diesem Alpha-Block waren. Alter, das ist echt der. Der war schlimmer als Quadraxis. Alter, wie der mit. Alter, ey, wie viel Schaden ich da bekommen habe, ne? Das war echt nicht normal. Ich habe irgendwie 20 Leben hatte ich dann zum Schluss nur noch. Von, wie wir haben jetzt, über 1000. Boah, wie viele Energietanks gibt's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also 1400 haben wir. Beziehungsweise 1399. Überspringen. Danke. Und da hatte ich nur noch 20. Okay, ich hatte damals zwar noch weniger Energie, aber... Trotzdem, alter Schwede, der war richtig schlimm. Und Quadraxis hatte ich richtig Angst vor. Was ist, ich krieg ja gerade mal einen Energietank oder so weg. Naja. Jetzt müssen wir ja da rein, ne? Dann kommen wir da raus. Aber von der Seite kamen wir da ja nicht rein. Muss ja einmal rumgehen. Das heißt, ich darf da einmal rumgehen. Aber ich glaube, was anderes ist hier sowieso nicht mehr. Wir haben, glaube ich... Ja, wir haben die Festung, glaube ich, bald so gut wie abgeschlossen. Ich glaube, das war bei Metroid Prime 3 so. Ich kann mal kurz nachdenken. Ich glaube, da konnte man... Da gab es ja verschiedene Planeten. Ich glaube, 3 Stück. Einer hieß Bryo, das weiß ich noch. Die anderen habe ich vergessen. Ich glaube, da waren... Nee, es gab mehr als 3. Aber ich glaube, da stand an jedem Planeten, wie viel Prozent man schon vom Planeten hat. Glaube ich. War das nicht so? Ich glaube schon. Wäre auf jeden Fall cool. Das finde ich nämlich eindeutig einfacher. Es ist halt... Aber dafür gibt es halt neben Planet da nur ein Gebiet. Das sind halt sowas wie Gebiete hier, ne? Es ist also keine großartige Neuerung. Wo muss ich denn überhaupt lang? Da bin ich eigentlich geistig behindert? Das ist ja echt nicht wahr. Oh, ich sag sogar noch... Oh, ich muss da ja hoch. Was ist? Ich gehe einfach weiter. Ist richtig. Oh, ich Idiot. Ich gottverdammter Idiot. Weißt du, das ist wieder die Aufregung, weil ich aufnehme. Ja, eigentlich ist das ja überhaupt gar keine Aufregung, wenn ich aufnehme, aber ich überhaupt nicht. Aber man jetzt. Kamera, please. Aber irgendwie bin ich manchmal einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Ich denke überhaupt gar nichts nach. Warum habe ich gerade... Die Gefahrenanzeige ist gerade hochgegangen, ist mir so aufgefallen. Ich verstehe nicht warum. So, da muss ich jetzt rein, da hinten. Wieder voll abfliegen, Digga. So, kein Bock mehr. Scheißspiel. Ich will neue. Guck mal, die Bomben fahren sogar mit runter. Ist ja unglaublich. Die nicht. Dumme Bombe. Egal. Ich freue mich schon sehr auf das Folgeprojekt von Metroid. Sehr. Deswegen will ich diese Scheißspiele immer durchhaben. Nehme ich nicht. So, und hier müssen wir jetzt irgendwo nochmal in der hellen Welt aus dem Fenster schauen. Ne, muss ich gerade überlegen. Ja doch, das muss hier ja sein, ne? Was
ja hier in der dunklen Welt. Ja, das ist das hier. Ja, was ist da? Ach so. Ja, nee, dann nicht. Ja gut, dann habe ich mich, glaube ich, geirrt, dass da noch ein Scan ist. Dann ist wahrscheinlich der deiner Tür gemeint, der halt für diesen Schlüssel da ist. Ich habe aber auch selber in Erinnerung, dass da, glaube ich, noch einer lag. Das kann ja gar nicht sein. Da ist ja dieser Bosskampf gewesen. Da kann ja keiner mehr liegen. Na gut. Freunde, ich würde sagen, ich benutze noch ganz schnell diesen Porter hier. Das Portal. Oder, ach nee, Quatsch. Brauche ja gar nicht. Freunde, ich verabschiede mich, glaube ich, für diesen Part. Es ist wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ja, mir kam diese Folge total kurz vor. Aber ist doch gut. Macht doch Spaß. So. Leck mich. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mal uns den zweiten Tempelschlüssel holen. Ich muss gerade gucken, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Ich glaube nicht. Und dann dürften wir auch getrost, ja, ins nächste Gebiet gehen können, um da die Schlüssel zu suchen. Oh je, yeah. Ich werde mich auch mal informieren, wo diese eine Scan da ist. Freunde, bis zum nächsten Part. Tschüss. Ach, Moment. Ich sitze hier so im Dunkeln, ich finde F9 nicht. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.